Homeoffice ist zurzeit in den Fokus geraten. Zeit, das Thema mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Mama! Mama! Und das mache ich jetzt mit Arbeitspsychologin Monique Seelen von der VBG. Ja, herzlich willkommen, Frau Degenhardt. So geht das natürlich nicht. Trennen Sie Ihre Arbeitszeit von der Freizeit. Ich gebe Ihnen gerne einige Tipps, was Sie zu beachten haben. Also, zuallererst legen Sie sich eine Struktur fest. Wann möchten Sie anfangen zu arbeiten, wann möchten Sie aufhören und wann planen Sie sich Pausen ein? Und besprechen Sie diese Zeiten auch mit Ihren Familienangehörigen, damit Sie planbar ungestört arbeiten können. Sollte das aufgrund der Kinderbetreuung nicht möglich sein, dann legen Sie sich wenigstens 2 bis 3 Timeslots pro Tag fest. Und lassen Sie sich auf keinen Fall dazu hinreißen, neben der Arbeit noch den Haushalt zu erledigen. Denn Multitasking ist anstrengend und ungesund. Aha. Ja. Gerade durch die mobilen Endgeräte können wir mittlerweile von überall aus und zu jeder Zeit arbeiten. Und wir als Arbeitspsychologen nehmen wahr, dass der Umgang damit noch recht zufällig passiert. Gehen Sie ins Gespräch mit Ihrer Führungskraft und sprechen Sie klare Erreichbarkeitszeiten ab. Und wie mache ich das mit der Mailbox? Gibt es da eine Möglichkeit? Die Mailbox ist zum Beispiel ein ganz gutes Mittel, um die Erreichbarkeitszeiten draufzusprechen. Und so wissen auch Kunden, Kolleginnen und Kollegen, wann sie erreichbar sind und wann eben auch nicht. Naja, aber so ein paar Mails checken mal abends vorm Schlafengehen, das ist ja nicht die Welt, oder? Mache ich auch manchmal, aber das wird ganz schnell zur Routine und führt zur Reduzierung der Erholungszeiten. Der Gesetzgeber hat ja nicht umsonst die Regelung getroffen. Guten Morgen! Ja, schon seit einer halben Stunde. Okay, tschüss! Vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern und fördern Sie den Kontakt im Team und zu jedem Einzelnen. Die Sorge der Beschäftigten ist, dass wenn Sie nicht sofort reagieren auf eine E-Mail oder auf einen Anruf, dass die Führungskraft sofort denkt, die arbeiten ja gar nicht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben nämlich wahrgenommen, dass Beschäftigte im Homeoffice sehr verantwortungsbewusst arbeiten. Kontaktieren Sie Ihre Beschäftigten auf jeden Fall regelmäßig persönlich und nehmen Sie sich auch Zeit dafür. Fragen Sie aktiv nach. Gibt es noch Informationen, die benötigt werden? Ist die Aufgabenstellung klar? Werden noch irgendwelche technischen Hilfsmittel benötigt? Zurück in einem vernünftigen Büro mit Andreas Stephan von der VBG, Leiter Sachgebiet Büro. Hallo. Herr Stephan, wie sind denn die idealen Voraussetzungen für einen Homeoffice-Arbeitsplatz? Ja, da muss man zunächst mal gucken, worüber reden wir überhaupt. Wir haben einmal das mobile Arbeiten, wo ich an jedem beliebigen Ort tätig werden kann, eben auch zu Hause, oder den Telearbeitsplatz. Und für die mobile Arbeit, da gilt zumindest das Arbeitsschutzgesetz und auch das Arbeitszeitgesetz. Während bei der Telearbeit, da greift die Arbeitsstättenverordnung und das ist ein Arbeitsplatz, den der Arbeitgeber im heimischen Bereich nach den Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung mit den technischen Regeln einzurichten hat. Und die Voraussetzungen, die dafür notwendig sind, was ist das? Ja, zunächst brauche ich natürlich mal eine Hardware, mit der ich arbeiten kann. Mal so kleine Sachen machen, irgendwie Messenger-Dienste bearbeiten, mal eine kurze E-Mail beantworten, im Internet was recherchieren. Das funktioniert mit einem Tablet oder Smartphone schon ganz gut. Wenn es dann ein bisschen mehr wird, wenn die Texte ein bisschen größer sind, dann ist ein Notebook eigentlich schon Voraussetzung fast. Und wenn man es dann ergonomisch besser machen möchte, dann sollte man wenigstens eine Tastatur und eine Maus spendieren. Und wenn ich dann das richtig gut machen möchte, dann gibt es noch einen Bildschirm dazu, weil ich auf dem größeren Monitor meistens besser lesen kann. Und dann ist es wichtig, dass ich eine vernünftige Internetverbindung habe. Eine schnelle, stabile Internetverbindung ist eigentlich eine Voraussetzung für ein gutes Arbeiten. Dann komme ich jetzt noch zu den 3 Sachen. Tisch, Stuhl, Licht. Wenn ich nur mobiles Arbeiten mache und nur mal gelegentlich, dann ist so ein Esszimmerstuhl vielleicht auch in Ordnung. Das sollte aber eben nicht die Dauerlösung sein. Ich sollte dann schon dauerhaft einen Büroarbeitsstuhl haben, der einfach mit den Einstellmöglichkeiten mir auch eine entsprechend gute Sitzposition erlaubt und auch Bewegungsfreiheiten dann wiederum ermöglicht. Der Tisch
Das kann auch mal ein Esszimmertisch sein, aber da habe ich im Regelfall auch Einschränkungen, was die Bewegungsfreiheit, was die Beinfreiheit angeht. Deswegen wäre dann so eine Tischplatte, so wie hier, mit einem entsprechend guten Platz unten drunter für die Füße schon zu empfehlen. In den meisten Bereichen ist das Licht zu duster, zu diffus, sollte irgendwie ein bisschen noch angereichert werden. Und ich sollte darauf achten, dass das Licht von der Seite hereinkommt, wenn ich das am Fenster aufstelle und nicht irgendwie eine Direktblendung kommt. Und dann habe ich eigentlich schon sehr, sehr gute ergonomische Bedingungen erfüllt. Ja, und wenn man sich also noch weiter informieren möchte und mehr Details zu dem Thema wissen will, es ist ganz frisch, die Fachbereich aktuell zum Thema Homeoffice erschienen. Und unter der Nummer FBVW402 findet man das auf der DGUV-Internetseite. Als PDF kann man sich das dort runterladen. Ja, und da finden Sie alle weiteren Informationen zu diesem Thema. Dann bedanke ich mich, Herr Stephan. Was ich heute mitnehme, ist, wenn man mit dem richtigen Bewusstsein und natürlich einer guten Anleitung an die Sache rangeht, dann kann Homeoffice wirklich eine tolle Alternative sein. Herzlichen Dank, Frau Seelen. Sehr gerne. Wir sind 11 Psychologen an 11 Standorten der VBG. Und wenn Sie Unterstützung benötigen, dann rufen Sie einfach an.